Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Barrier. Ich nehme die gleich hinten drauf. Ich habe ihn auf Turtle gestellt, damit das nicht so ist. Weil wir brauchen 75k. Wir wollen nicht, dass es während wir offscreen sind, also weil ich kurz speichere die Datei. Ich nehme im Moment mit Camtasia Studio auf die Demo-Version, weil ich damit ganz zufrieden bin. Und Fraps irgendwie noch rumspinnt, muss ich mich auch noch mal auseinandersetzen jetzt die Tage. Ja. Was haltet ihr vom Projekt? Könnt ihr ja mal schreiben. Es halt so, soll ja so ähnlich wie SimCity sein. Ich meine aus dem Barrier. Gut. Jetzt haben wir es bekommen, haben noch 37 Geld. Wieder normal. Es ist Tag 6. Leider gibt es diese Map nur für die 1.8, weil sonst nicht funktioniert. Immerhin gibt es so eine Map schon. Aber was ich leider daran finde, ist nämlich, dass wir deswegen ja, ich kapiere es nicht, aber ist auch in Ordnung. Arbeiter. Ja, wir haben immer noch Schnelligkeit. Kommt dieser scheiß Vieh wieder raus sonst? Und ja, hier ist ja unsere Leiter. Wo es denn hier reingeht, fragte ich. Weil, warte, genau hier. Der müsste eigentlich am Button sein, genau hier. Auf jeden Fall. Ja, und wir brauchen wieder Einwohner. Mal gucken, ob wir schon kaufen können eigentlich. Ja, können wir. Jetzt haben wir wieder 75 Money. Jetzt können wir wieder schon mal wieder eine neue Industrie. Was wir brauchen, sind aber Einwohner. Und deswegen kommt genau hier mal nächster Anwohner hin. Ich weiß, on Pizza. Oh. Base kostet kein Geld. So.
Ja, das war dieser fiese Trick. Basketball. Genau, da ist unser Pferd. Ja. Versuchen wir es mal zu zähmen heute. Aber wir haben es gezähmt. Bitte. So können wir uns dann hier schneller fortbewegen. Genau. Und ich guck mal kurz, wie weit wir sind. Wir sind jetzt bei 6 Minuten, habe ich gerade gesehen. So. Ich habe Glück gehabt beim Pferd sogar. Weil gestern hat es weniger Leben gehabt. Wo man dann sowas wie Schilder auch befestigen kann. Ja. Verstehen bloß nicht, wozu das Gute. Haben wir hier irgendwo einen Zaun oder was? Genau da, bitte. Und wenn ihr es seht, sieht unser Haus so aus. Also sieht unser Haus nochmal ganz anders aus. Dieses Buch ist auch hilfreich. Aus ein anderer. Code 5. Und hiermit können wir uns dann unsere Sachen holen. Das duplt. Bist du angeleint? Ja, bist du. Mal, das Pferd lassen wir jetzt erstmal da stehen. Hier können wir sehen, was wie viel kostet. Wir brauchen am meisten Kommerzial. Kommerzial. Ah, steht ein Block vor, gut. Wie ihr seht, hat sich was Neues gebildet. Es hat anscheinend seine eigene Energie sogar bekommen. Nächster Tag. Ich habe neue Main-Menü bekommen. Aha, eine Straße.
NPTR Residenz. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es hier schon Straßen anscheinend. Haben wir schon. Wir haben schon 178 Money. Eine relativ hohe Population. Industrie brauchen wir. Wir gehen jetzt mal auf Main Menü. Wir haben einen neuen Punkt und wie. Aha. Muss ich mir noch mal zusammen gucken. Hat jetzt 100.000 gekostet. Gut, wir brauchen. Ah, da kann ich mich auch. Industrie. Das nächste Datum haben wir wieder 116. Oh. Interessant, ne? Wie das alles aussieht. Ahaha. Diesmal klappt es auch. Lag wirklich wahrscheinlich nur an dem Stromkraftwerk beim letzten Mal. Holen wir wieder Einwohner, aber ich mache jetzt erstmal hier. Einkommen pro Monat 113. Geht doch schon mal. Und ist das hier schon der äußerste oder ja, besser ist. Hier packen wir die Kugel rein. Wieder mehr Einwohner.
Dann brauchen wir aber auch mehr Energie wieder. Weil wir unsere Felder uns ausgeschöpft haben. So. Ein paar Kraut mich noch ein bisschen. Residenz. Wieder Geld bekommen. Oh, jetzt machen wir schon 216 pro Monat an. Elektronik, Patents, Games und Co. City Simulator. Wow. Pumpe, Wasserbucket. Aha. Jetzt haben wir hier Wasser und dann können wir. Jetzt würde ich mal sagen, können wir mal da weitermachen. Da hinten. Guck mal, wie weit es ist. Ich glaube, wir machen nämlich jetzt nächste Folge damit weiter.